Okay. Ja, wie im Forum angekündigt, ja, muss ich leider meinen Rücktritt aus der DTM und der Formel 1 offiziell verkündigen. Da ich ja beruflicher vor 4 Wochen umgezogen bin runter nach Heidelberg und es ja mir nicht leisten kann, mir einen Laptop oder Rechner für eine weitere Fortsetzung meiner Karriere zu leisten. Ja, zeitlich gesehen habe ich auch kaum Zeit mehr, leider. Ja, ich habe eine Freundin gefunden und nach ja, Schule, Ausbildung, Arbeiten, alles unter einen Hut zu bekommen, ist eine Aufgabe und ja, Nostra, ja, weiß einige Informationen schon, ne, ja, mir wurde angeboten immer, Mercedes ein Praktikum im Ausland zu machen. Spanien, Italien, Frankreich oder England, da stehen mir zur Auswahl und ja, diese Chance bekommt man nur einmal im Leben und diese möchte ich auch ja, nutzen und mich auf meine Ausbildung im kaufmännischen Beruf zu fixieren, denn da ich ja eine Empfehlung für jeden kaufmännischen Beruf, Büroberuf bis hin zum Steuerfachangestellten mit Perspektive mich hochzuarbeiten habe. Ja, für das DTM-Team Scuderia Oschersleben und nehme F1 Red Falken Porsche Team wünsche ich weiterhin guten Erfolg. Er war mir eine Ehre für die zwei Teams in der A-Faktor-Rennserie zu fahren und anders Red Bull Team aus ja, der dritten Code Masters F1 Saison möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass mich herzlich aufgenommen haben und ja, auch viel Erfolg weiterhin in euren A-Faktor-Karrieren. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen heute jetzt ein vorerst letztes Mal zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, da würde ich natürlich gerne von dir wissen, wie es in Sachen R-Faktor bei dir weitergeht. Ob du in ein, zwei Jahren dich da
in der Lage, sie ist wieder einzusteigen. Ja, gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass es ja in 1, 2 Jahren dann wird es ja schwierig sein. Aber naja, 2, 3 Jahre sehe ich alles realistisch genug, um sagen zu können, ja, jederzeit gerne. Ob es gesundheitlich bis dahin besser wird, schwer zu sagen, da sie ja alle wissen, ich habe ein außergewöhnlich und bis heute immer noch einmalige Krankheit. Ja, natürlich muss ich finanziell gucken. Naja, was kann ich mir für einen Rechner, Laptop leisten? Noch weitere Fragen? Ja, da es keine weiteren Fragen gibt, erkläre ich diese PK für beendet. Oder hat noch einer eine Frage? Vielen Dank.